Bismillahirrahmanirrahim. Es sprach der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, das Gleichnis der Gläubigen in ihrer gegenseitigen Freundschaft und Barmherzigkeit sowie ihrem Mitgefühl füreinander ist wie der Körper eines Menschen. Wenn ein Teil leidet, so leidet der ganze Körper an Schlaflosigkeit und Fieber. The purpose of our actions tonight. Ziel unserer Aktionen heute Abend ist es, ein starkes Abschreckungssignal auszusenden. In Syrien ist es in der Nacht zu Samstag zu einem Blutbad gekommen. Bei 3 Anschlägen sind in Afghanistan mindestens 50 Menschen getötet und rund 80 weitere verletzt worden. Bei einem Anschlag im Bagdader Stadtteil Sadr City sind mindestens 64 Menschen getötet worden, mehr als 80 wurden verletzt. Seitdem ich denken kann, immer die gleichen Bilder, dieselben Berichte und die gleichen Geschehnisse. Jeden Tag, jede Stunde und jede Minute dasselbe Leid. Ich hatte schlaflose Nächte und ein gebrochenes Herz. Doch jetzt, meine Tränen sind getrocknet, meine Zunge ist stumm. Und mein Herz ist hart. Ich empfinde nichts mehr. Keine Trauer, kein Entsetzen, keine Verantwortung. Alles, was mir Sorgen bereitet, ist mein Leben, meine Familie und mein Geld. Aber warum? Warum bin ich so egoistisch? War es etwa Angst, die mich meine Geschwister vergessen ließ? Angst zu handeln? Angst, etwas zu verändern? Ich weiß es nicht. Doch was ich mich frage ist, ob ich überhaupt noch ein Gewissen habe, wenn ich sage, dass ich Muslim bin.